Mit dem tue ich gerne. So. Guten Morgen, herzlich willkommen zur ersten Daily Bubble Show. Die Online-Show, die euch immer auf dem Laufenden behaltet, was rund um die U20-Weltmeisterschaft passiert. Die WM die geht am 25. Dezember los und ich sage euch jetzt schon, Sagen wir es einfach, wie es ist. Kanada wird wahrscheinlich Weltmeister. Warum? They're faster, they're bigger, they're stronger, they can shoot better, they can pass better, they can do everything better. They're faster, they're bigger, they're stronger, they can shoot better, they can pass better, they can do everything better. Das, meine Damen und Herren, ist meine Volvo-Gedenktasse. Das waren noch Zeiten gewesen. Christian Wohlwendt, wo der Trainer war bei U20-Nationalmannschaft. Ja, in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Ihr wisst warum. Es wird Bubble geben, keine Zuschauer. Und die Spieler die pendeln eigentlich vom Hotelzimmer zur Eishalle und wieder zurück. Damit auch alle gesund einrücken und dass das auch irgendwie geregelt abläuft und dass die Bubble überhaupt funktionieren kann. Darum sind die Nationalmannschaften schon sehr früh zusammengekommen. Auch die Schweizer Nationalmannschaft, die U20-Nazi, die hat sich nämlich in Cham getroffen, im Olm. Und so hat es ausgesehen. Sehr gut geschafft. Wir haben, sind weitergekommen in der Entwicklung, wir sind weitergekommen in der Mannschaft kennenlernen. Wir haben uns gesteigert, auch innerhalb der Mannschaft, qualitativ. Von dem her sehr, sehr positiv. Ja, und auch das Schutzkonzept, das hätte hervorragend funktioniert, hat der Marco Bayer gesagt. Ja, und gleich hat es positive Corona-Fälle im Schweizer Lager. Der Yves Stoffel ist positiv getestet worden und dann müssen wir am Donnerstag gehen. Dummerweise auch sein Zimmerpartner, der Yannick Ganova, der hat jetzt einfach wirklich Pech gehabt. Und auch der Kevin Lindemann kann nicht an die WM gehen. Er, der ja der Sohn ist von Sven Lindemann, kennen einen langjährigen Nationalstürmer, oder der Enkel vom legendären Guido Lindemann. Auch der Kevin Lindemann kann leider nicht an die WM gehen. Dort ist es jetzt ein bisschen komplizierter. Also die IHF hat Regeln herausgegeben, dass wenn man 90 Tage bevor man getestet wird, okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Alle Nationen haben ihre Spieler dreimal testen müssen im Vorfeld. Und wenn du jetzt hier 90 Tage zurückgerechnet und der Spieler in dieser Periode schon mal positiv getestet worden ist, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, weil dann könnte er noch Antikörper haben. Jetzt, beim Kevin Lindemann hat man zwar Antikörper gefunden, den Test hat man offenbar gemacht. Dummerweise ist er aber nicht in dieser frisch positiv getestet worden, sondern irgendwie so 2-3 Tage davor. Also auch ganz dumm gelaufen und sehr viel Pech. Aber so sind halt die Regeln von der IIHF. Swiss Ice Hockey hat alles noch probiert, aber schlussendlich muss die Bubble einfach funktionieren. Und dann sind die Regeln halt einfach knallhart. Pech für die Spieler. Und trotzdem dürfen sich 28 Spieler freuen auf die weitere Reise. Das ist schon mal noch das provisorische Kader, das sie am Samstagabend rausgegeben haben. Ja, falls ihr jetzt denkt, ja, ich kenne da gerne nicht so viele Spieler, das kommt noch etwa die vor, so bei der U20-Nationalmannschaft. Trotzdem ist der Marco Bayer sehr zufrieden mit dieser Mannschaft und das sagt er zu dem Kader. Wir haben eine gute Mischung innerhalb der Mannschaft. Ich sage, wir sind offensiv mit zwei sehr guten Blöcken bestückt. Wie ich schon von Anfang an gesagt habe, wir sind nicht mit Ausreißen bestückt, das haben wir nicht, aber ein breites Kader, gut qualitativ. Wir haben eine gute Mischung von 0-1er, 0-2er und 0-3er drin. Und ich glaube, das wird Stärke sein. Die Mischung, die wir drin haben, überall sehr gut verteilt, Kräfte gut verteilt. Und von dem her bin ich sehr optimistisch, dass wir mit dem Kader, den wir im Moment im Kopf haben, auch etwas reissen können. Wir machen es also über Breite. Über Breite machen sicher auch Kanadier. Wobei, wenn ihr das anschaut, also ich bin sehr verschrocken, als ich das gesehen habe. Die Kanadier haben 22 Feldspieler aufgeboten. Also sie haben auch noch 3 Goalies aufgeboten. Aber von diesen 22 Feldspielern sind 20 Spieler in der ersten Runde getraftet worden. 20 von 22. Und die anderen zwei Knöchel wahrscheinlich irgendwie in der dritten, vierten. Weiß es nicht. Aber 20 in der ersten Runde. Überlegt dir mal das Kader. Also das Kader, das ist... Puh.
Gehen wir noch einen Schluck. Letztes Jahr, wo sie Gold geholt haben, haben sie 10 erste Runden Drafts gehabt. Ja. Das 28-Mann-Kader der Schweizer U20-Nazi, das steht also. Alles bereit für den Abflug. Sie fliegen heute ab auf Edmonton. Das mit einem Charterflug von der IIHF, sodass wirklich alles sicher und wirklich gut organisiert über die Bühne geht. Und nachher heisst es direkt Einzelquarantäne. 4 Tage in Quarantäne, alle Spieler, der ganze Staff, sodass wirklich, wirklich nichts passiert. Nur die Frage ist, was machst du in diesen 4 Tagen? Wie haltest du dich fit? Ich weiß noch nicht genau, was ich denn in diesen 4 Tagen mache. Wir werden sicher das Programm bekommen, wo wir uns fit behalten mit Krafttraining, was wir alles können machen, aber das sehe ich dann, bin ich mich wieder fit behalten. Ich habe noch nicht so einen Plan gemacht eigentlich. Falls ihr Tipps habt, wie unsere U20-Jungs die 4 Tage Einzelquarantäne einigermaßen gut überstehen können, schreibt es doch in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr einfach mal ein gutes Buch lesen, oder? Sagt der, der brutal viele Bücher im Bücherregal hat. Nach dieser 4-tägigen Quarantäne geht es dann weiter mit der Vorbereitung. Es stehen noch 2 Testspiele an, gegen USA und Schweden, glaube ich, genau. Und nachher startet dann langsam aber sicher die WM. 25. Dezember und ihr seid live dabei mit MySports. Hier eine kleine Übersicht, welche Spiele ihr alle seht. Klar, alle Schweizer Spiele zeigen wir. Und dann zeigen wir noch von der Gruppe B, rechts seht ihr, die 2 Spiele live auf unserem Sender. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die U20-Weltmeisterschaft. Meldet mich wieder mal, wenn es etwas zu berichten gibt, hier aus der Bubble. Und alle Neuigkeiten von den World Juniors zusammengefasst hier in der Daily Bubble Show. Daily dann ab dem 25. Jetzt ist es noch nicht Daily. Aber vielleicht haben wir das auch schon gecheckt. Bis dann, machen Sie gut, sind lieb zueinander. Und ich glaube, das Schlusswort hat noch Marco bei. U20-Weltmeisterschaft live auf MySports. Let's go! Ja, ich bin fertig. Ist es morgen parat?